Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Denk, Oliver Denk. Und heute mit dabei ist der Jens. Hallo. Hallo, grüß dich. Und ich wollte ja mit dir mal drüber reden, über deine Erfahrungen zum Service Center generell bei Tesla und ja die Gedanken oder deine Erfahrungen mit den Wartungen, die du bisher hattest. Grundsätzlich würde ich aber zu dem Thema erstmal einsteigen, dass du dich kurz vorstellst mit deinem Tesla, was du fährst, wie lange schon und ja, und dann legen wir los mit dem Service Center. Ja, ich fahre einen Tesla Model S 100D. Den fahre ich seit Juni letzten Jahres. Und warum fahre ich so ein Schlachtschiff mit 100 Kilowattstunden Akku? Weil ich viel Langstrecke fahre. Also Langstrecke zwischen 40.000 und 50.000 Kilometer im Jahr. Okay. Und da lohnt sich dann für mich so ein Fahrzeug, wenn ich es mit einem gleichwertigen Verbrenner vergleichen würde, ja, für diese Langstrecke dann so ein elektrisches Fahrzeug zu wählen. Ja, okay. Gut, und ja, seit letzten Jahr Juni, hattest du dann jetzt schon Probleme mit dem Wagen selber, dass du mal zum Service musstest, außerhalb der Wartung? Ich hatte mit dem Fahrzeug seit Auslieferung noch keinerlei Probleme. Ja. Das erste Problem, was ich jetzt habe, aktuell, deswegen habe ich jetzt mit der neuen Funktion in der Handy-App, die es jetzt gibt, gleich mal den Service ausprobiert. Das funktioniert übrigens hervorragend. Also ich habe sofort eine Kontaktaufnahme erhalten. Ja. Meine Wünsche, dass das Ganze möglichst mit einem mobilen Service stattfindet, habe ich dort geäußert und die haben das auch aufgenommen. Ja. Ich habe auch die Dringlichkeit eher runtergestuft, weil es sich wirklich nur um eine lockere Seitenkamera handelt. Okay. Die funktioniert noch. Es ist nur locker. Es ist mir aufgefallen beim Waschen. Und ja, da muss man wahrscheinlich ein Schräubchen festziehen. Ja, aber dafür dann extra nach Nürnberg zu fahren, ist jetzt zu viel des Guten. Ja, also zu zeitaufwendig, oder? Ja, zu zeitaufwendig. Und von daher wollte ich ganz gern mal so einen Tesla Ranger sehen bei der Arbeit. Genau. Wenn der dann vielleicht sogar zu mir am Arbeitsplatz auftaucht, das Fahrzeug repariert und dann wieder verschwindet. Ich muss also quasi gar nichts machen, außer vielleicht dabei zugucken. Ja, ganz sehr interessant. Ja, nee, aber so ist es auch angekündigt worden. Sehr wahrscheinlich auch dann nächste Woche der Termin. Sie werden mich kurzfristig informieren, wenn der nächste in der Region ist. Und dann werde ich das auch wahrnehmen. Okay. Wie lange war die Zeitspanne von dem, wo du es angegeben hattest, dass du einen Termin willst, zu dem, dass du den Ich habe am darauffolgenden Tag eine E-Mail bekommen. Okay. Und gleichzeitig danach noch einen Anruf. Okay. Ja. Also fand ich total klasse, weil sie gesagt haben, ja, mit einem Service, mit einem mobilen Service, das können wir jetzt noch nicht so ganz genau garantieren. Das kommt immer darauf an, wo er gerade eingesetzt wird. Das weiß man ja meistens nicht vorher. Ja. Und sie würden sich melden, sobald er in die Region Suhl-Zellamelis kommt. Und das ist jetzt der Fall. In der nächsten Woche ist das eingeplant. Und das werde ich dann auch nutzen. Wunderbar. Aber was den Service betrifft, natürlich habe ich seitdem auch schon 30.000 Kilometer gelaufen, seit Juni letzten Jahres. Wir haben jetzt März, Ende März. Natürlich habe ich da schon die 20.000er Inspektionen machen lassen, obwohl es kein Leasingfahrzeug ist. Habe ich es trotzdem machen lassen, weil mich hat ganz ehrlich gesagt der Service Center auch interessiert in Nürnberg. Okay. Denn der in Nürnberg galt als sehr gut und ich kann das eigentlich nur bestätigen. Der Service hat mir insofern sehr gut gefallen, weil ich dort ein Büro zur Verfügung gestellt habe, bekommen habe. Ja. Ein Büro mit Internetanschluss und Kaffee, reichlich Kaffee und absolute Ruhe. Also wirklich einen Raum abgekanzelt. Ich konnte mich dort mit meinem Laptop wunderbar platzieren und meine Arbeiten machen, die ich auch im Büro machen kann. Also ich habe quasi gar keine Zeit verloren, was das betrifft. Weil der Service, der hat dann doch so seine 3 Stunden gedauert. Ja, das ist ja der kleine Service dann, genau. Bei den 20.000 Kilometern. Und ich kann bis jetzt wirklich eigentlich nur Positives berichten. Und das geht ja leider so in den sozialen Netzwerken eher unter. Es wird viel geschimpft, es wird immer nur Schlechtes gesagt. Und dann hatte ich mich einfach mal, deswegen hast du mich wahrscheinlich auch kontaktiert. Ja, natürlich. Mal zu Wort gemeldet, dass es eigentlich auch positive Erfahrungen gibt. Oder bei mir in diesem Fall glücklicherweise nur positive Erfahrungen. Ja, ja. Und vielleicht
dazu eine Ansichtsweise, die nicht jedem bewusst ist. Die Qualitätswahrnehmung ist nämlich relativ. Was bedeutet Qualität? Qualität ist ja ein Anspruch, eine Erwartung, die erfüllt wird oder übererfüllt wird. Das heißt, also wenn ich jetzt ein Auto mir aussuche, wie in diesem Fall ein amerikanisches Modell, dann habe ich eine gewisse Erwartungshaltung, die unter einem deutschen Premium-Fabrikat liegt. Und deswegen ist das Fahrzeug Tesla, was es mir bringt, nämlich Fahrspaß und Fahrkomfort und total schickes Aussehen, erfüllt dieses Fahrzeug, erfüllt also meinen Anspruch und hat für mich daher eine hohe Qualität. Jemand, der aber auf Spaltmaße Wert legt oder auf irgendwelche knarzenden Applikationen oder irgendwelche Kleinigkeiten, die ihn stören, der erwartet eine andere Erwartungshaltung. Für den ist das dann keine Qualität, weil seine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Ja, ja, richtig. Das ist dann wieder sehr subjektiv von Person zu Person, klar. Das, also ja, Qualität richtig. Ist relativ. Ja, ist relativ. Aber ja, wie man sieht, du hast gute Erfahrungen bis jetzt gemacht soweit. Nürnberg kann ich auch nur Positives sagen. War ich jetzt auch schon zweimal, genau. Die haben mir immer gut weitergeholfen, genau. Ein Video zu der App, was der Jens gerade gesagt hatte, habe ich auch schon gemacht, wo man seinen Service mit buchen kann. Genau, und ja, dann hoffe ich, dass das auch so gut weitergeht bei dir mit deinem Tesla, dass es alles funktioniert weiterhin die nächsten Jahre und Kilometer. Und ja, vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Es wird ja dann wahrscheinlich mal so weit kommen, dass der Wagen komplett alleine fahren kann. Du hast ja jetzt schon Autopilot 2 mit drin und noch nicht freigeschalten. Aber wenn es dann mal so weit ist, es wurde ja jetzt schon demonstriert, dass diese Parkplatzsuche schon mit funktioniert. Und das Auto wird ja dann theoretisch sogar selbst zum Servicecenter mal fahren können. Wie bist du vielleicht dem gegenüber eingestellt, dass du dann sagst, hier, lässt dein Auto mal losfahren, ohne dass du Zeit verschwendest dahingehend? Also ich bin dem natürlich total aufgeschlossen gegenüber eingestellt. Also das heißt, ich freue mich drauf, wenn das losgeht, wenn es das gibt, dann werde ich mir auch den großen AP freischalten lassen und das Geld investieren. Weil die Tatsache, dass ich mithelfen kann durch Daten sammeln, indem ich einen Tesla fahre und eben Daten sammle, diese Möglichkeit des autonomen Fahrens voranzubringen, finde ich klasse und da will ich mitwirken und natürlich das Ganze dann auch ausnutzen oder nutzen später. Ja, ja, ne? Also richtig, genau. Von daher, ich finde das ist es eine total tolle Sache. Die Vorstellung ist für viele sehr schwer, dass wenn man den Leuten erklärt, was ich da jetzt mache, ich fahre jetzt mein Auto und kann mein Lenkrad loslassen, ich könnte theoretisch sogar in den Kofferraum krabbeln und mir eine Cola holen und dann mich wieder hinsetzen. Ja, ja. Das mache ich natürlich nicht. Aber das sind schon Erfahrungen, selbst wenn ich dann auf Autobahnen fahre, die relativ enge Kurven fahren und die Leute, die das erste Mal erleben, die finden das immer noch sehr, sehr sonderbar. Ja, auf jeden Fall. Aber auch irgendwie toll. Also jeder ist eigentlich fasziniert von der Möglichkeit. Ja, also ich richtig. Auch. Sehr gut, ne? Sehr schön. Also schauen wir mal, was da noch kommt alles. Und ja, wir sind gespannt. Dann ja, bedanke ich mich erstmal für deine Erfahrung zum Service Center, das Ganze drumherum. Und diese Videoserie soll natürlich weitergehen. Ich werde noch weitere Tesla-Fahrer dahingehend interviewen. Positive wie negative Erfahrungen vielleicht mit hier bringen auf meinem Kanal. Und ja, wenn du ein Tesla-Fahrer bist und vielleicht deine Erfahrungen mitschildern möchtest, kannst du dich gerne auch bei mir mit melden. Dann können wir uns gerne mal mit einem Termin ausmachen und ich würde dich dann interviewen. Und wenn dir das kurze Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere natürlich den Kanal, damit du kein weiteres Interview verpasst. Und bis zum nächsten Video. Denk elektrisch. Danke, Jens. Ciao.